Axel Steele. Ich bin technischer Leiter und bin verantwortlich für die Produktion wie auch für die Konstruktion beim Unternehmen Paul Leibinger. Das Unternehmen Paul Leibinger ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Weltweit haben wir mittlerweile 300 Mitarbeiter an 4 Standorten. Hier in Tuttlingen sind wir 250 Mitarbeiter, haben das Headquarter, die Montage, Produktion, Entwicklung, Vertrieb. Firma Paul Leibinger hat 2 Standbeine, das sind die Nummerierwerke wie auch die Inkjet-Drucksysteme. Inkjet-Drucksysteme produzieren wir seit 1996 hier im Haus. Sie haben täglich mit Produkten, die mit Sicherheit durch Leibinger-Drucker bedruckt sind, immer wieder zu tun. Sei es auf Ihrer Milchdose, das Haltbarkeitsdatum, auf der Mineralwasserflasche, auf Kabel, auf Stecker, bis hin zum letzten Endes zum Ei, wo ein Haltbarkeitsdatum, eine Charge aufgedruckt ist. Leibinger hat seit jeher den Anspruch, Qualität und Innovationsführer zu sein. Das heißt, es zeichnet sich in unserer Strategie, in unserer Ausrichtung letzten Endes auch ab. Das heißt, wir haben eine extreme Fertigungstiefe. Alle relevanten Produktionsschritte werden im Haus gemacht. Das beginnt letzten Endes bei der Auswahl des Materials, bis hin zur Auswahl des entsprechenden Produktionsprozesses, der Maschine, über die Montage bis zur Qualitätskontrolle. Paul Leibinger hat in seinen Drucksystemen auch Features integriert, technologisch, wo wir uns abheben vom Markt. Das ist zum Beispiel unsere Siltronic. Wir können jederzeit Drucksysteme in Betrieb nehmen, ohne Wartung, ohne Reinigung. Da zeichnen wir uns letzten Endes dann aus damit und heben uns vom Markt ab. Leibinger hat für jeden Kunden den richtigen Drucker. Wir haben spezielle Drucker, um zum Beispiel sehr schnell zu schreiben. So können wir auf Leitungen mit bis zu 1000 Meter pro Minute Schreibgeschwindigkeit Leitungen bedrucken. Mein Name ist Lars Hoffmann. Ich bin bei der Firma Paul Leibinger Leiter der Blechfertigung. Wir fertigen in der Blechfertigung die Hydraulik- und Elektronikchassis für unsere Geräte und fertigen diverse kleine Blechbauteile und seit neuestem auch kleinere Schweißbauten. Die Herausforderungen sind im Prinzip sehr genaue Schweißungen zu fertigen im Bereich einmal Festigkeit, einmal Bereich Rissbildung, weil wir verschiedene Materialien miteinander verschweißen, die eigentlich nicht optimal dafür sind und diesen Prozess dann auch zu stabilisieren. Wir schweißen in unserem Bereich der Blechfertigung nur mit Laser, weil wir an den Schweißläden keine Nacharbeit machen wollen. Erstens mal ist sie zeitaufwendig, kostenaufwendig und prozessinstabilisierend und das wollen wir nicht. Im Bereich Feinschweißen haben wir uns 2 neue Schweißanlagen gekauft, wo wir den Anspruch haben, es ist viel feiner zu werden, viel genauer und viel redundanter, was die Positionierung der Bauteile angeht und haben uns dort für Asias Schweißanlage entschieden, weil wir den Eindruck haben, dass sie uns zwar massiv weiterbringen. An den Anlagen schweißen wir Ölsen für Ventile, dann haben wir Fängerrohre und dann Kopfabdeckungen, wo wir natürlich hohe Genauigkeiten und sehr schöne Schweißnähte haben wollen und natürlich eine massive Prozesssicherheit wegen der Genauigkeit. Ein Punkt ist noch, da wir jetzt auch Richtung Fiberlaser gegangen sind, dass wir parametertechnisch mehr Möglichkeiten haben als bei der alten Technologie, wo wir Jack eingesetzt haben, um natürlich einmal prozesssicherer zu werden und einmal Möglichkeiten zu bekommen, die wir vorher einfach nicht hatten. Dann hat uns noch überzeugt, im Prinzip die Stabilität der Anlage an sich, also der massive Maschinenbau, mit dem wir rechnen, dass wir natürlich auch eine viel höhere Positionsgenauigkeit bekommen. Ein Punkt ist noch, die Möglichkeit mit der Programmierung der Software von Askias gibt uns Möglichkeiten, die wir heute auch nicht haben, also freier zu programmieren im Raum, was man bei den anderen Technologien viel komplexer programmieren muss. Mit dieser Software ist es relativ einfach, die Bahnkorrektur zu fahren oder wie eng oder vielleicht sogar innenliegend zu fahren. Aufs Bauteil natürlich wieder gesehen, macht es den Programmierer nachher einfacher. Ziel ist es im Prinzip, diese Prozesse zu stabilisieren. Einmal natürlich durch die Anlagen, im zweiten Step mit Robotik und im dritten Step würden wir wahrscheinlich irgendwann mal Richtung 5-Achs-Anlage gehen, um noch mehr Möglichkeiten zu bekommen.